Hast du eine Macke oder so? Spinnst du? Ja, aber intelligent ist sie auf jeden Fall nicht. Zumindest nicht so intelligent wie ich. Die ist auf jeden Fall dümmer wie ich. Oh, nee, die ist doch nicht so dumm. Mach die Tür auf! Sie weiß ja, wer Olli ist. Also sonst wäre das ja, sonst würde sie ja nicht die ganze Zeit so positiv über ihn sprechen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und der Prototyp ist halt einfach... Naja. Da? Mhm. Okay. Alter, ernsthaft? Hä? Ach, das Ding meint er. Ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Poppy und Olli sich ziemlich gut kennen. Der Prototyp hat sich ja eingesperrt. Das wäre ja ziemlich komisch, wenn Poppy... Nein! Oh mein Gott, ich habe jetzt schon gedacht, ich dachte es fallen lassen. Es wäre ja schon ziemlich komisch irgendwie, wenn... Ist das das Ding hier? Nee. Hallo? Es wäre ja schon ziemlich komisch, wenn Poppy ihn hätte nicht gesehen hätte oder so, ne? Das wäre schon mega weird gewesen. Das glaube ich eher weniger. Mhm. Okay. Ja, das ist klar. Yuck! Okay, warum lässt er den jetzt in Ruhe? Hä, warum lässt er die Schule denn in Ruhe? Das macht ja gar... Ja gut, wer will auch schon... Welches Kind will schon gerne lernen, gell? Ich kann mir schon vorstellen, dass Catnap da keinen Bock drauf hat. Kann ich mir vorstellen. Bin da voll auf Catnaps Seite. So, die Schule, der nächste cringe Ort. Holy moly. Okay, also wie gesagt, ich weiß nicht. Also ich denke eher, dass Poppy schon weiß, wer Olli ist. Also, dass sie ihn zuordnen kann. Ich meine, der Prototyp hat sie so lange eingesperrt und ist ja alles verantwortlich. Und wir haben eigentlich gerade damit auch gehört, dass eigentlich kein viertes Chapter geplant sein sollte, ne? Weil, denkt mal, also sie hat klipp und klar gesagt, dass Catnap der Letzte ist, der sich uns in den Weg stellt. Wenn es noch eine, also, okay, es wird noch ein viertes Chapter geben mit dem Prototyp und dann ist Schluss, vermute ich mal. Da ist noch jemand, hat er gesagt. Ich habe mir jetzt nicht genau durchgelesen, was er gesagt hat, aber ich habe gehört, da ist noch jemand und ich kann mir vorstellen, wer hier ist. This is Mr. Light speaking. Hi. Please excuse the interruption. Students, help. Remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Okay. Aber krass, dass Kissy direkt so reagiert hat und uns hier komplett wegnatzen will, ne? Die ist ja richtig on fire gewesen direkt. Okay. Ah ne, warte mal, die Schule war das, wo wir diese unbekannte Figur gesehen haben. Das könnte jetzt natürlich sein, dass wir die hier sehen. Weil hier sind diese ganzen Dinger. Ja, genau. Oh, das wird gut. Das wird richtig gut. Das kann nur gut werden, sagen wir es so. Wir gehen aber in jeden Raum rein, ne? Das ist klar. Und versuchen irgendwie... Okay, hier ist eine Stromleitung. Aber hat die was damit zu tun? Ne, okay, gut, die graben wir nicht. Aber guck mal hier. Die waren fortschrittlich, die hatten schon Computer in ihrer Schule. Hm. 1, 2, 3. Boba Boba Fan. Der ist ja ziemlich schlau eigentlich, ne? Also ich denke mal, dass wir vielleicht sogar in sowas in so eine Richtung gehen könnten. Was hast du denn, Alter? Du sahst auf jeden Fall nicht aus wie Poppy. Ich hatte ja die Vermutung, dass Poppy vielleicht eine Bigger Body Version hat. Aber ich glaube, damit liege ich ein bisschen falsch. Es war ja auch nur eine Theorie.
Und jetzt? Ja, das, da muss Strom drauf, das ist klar. Wie kommen wir da hin? Da oben, oder? Poppy war ja nur eine Theorie. Schade eigentlich bis jetzt. Dass das nicht so der Fall zu sein scheint. Naja, wir werden es ja sehen, was hier noch passiert. Also ich weiß... Oh, Miss Daylight. Der Lead. Ach, keine Ahnung, wie die heißt. Was? You should leave. Nö. For your own safety. Nö, will ich aber nicht. Ich möchte nicht gehen. Ich möchte Catnap in den Arsch treten. Das ist so meine Devise. Aber lol. Wie kann es sein, dass du noch lebst, hat sie gerade gesagt, ne? Hä? Lol. Ach. Okay, ja, ich hab's gesehen. Wir müssen hier rein. Ich dachte jetzt, wir müssen irgendwie weiter hoch oder sowas. Aber es ist krass. Sie sagt so, yo, hä? Wie kann es sein, dass du noch lebst? Ja, na, ich lebe eigentlich noch, weil, jo. Ich lebe halt einfach noch. Ich bin noch am Leben. Catnap hat jetzt nicht vorgehabt, mich direkt wegzunatzen. Der wollte irgendwie noch mit mir spielen und ja, keine Ahnung, wir hatten irgendwie noch vor, ein bisschen Content miteinander zu machen. Deswegen ist Catnap noch da und deswegen lebe auch ich noch. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, ihr müsst aber die Dings sehen, diese ganzen Halluzinationen und sowas. Er hat ja extra gesagt, dass du zurückgekommen bist. Wieder nach Hause und so ein Zeug. Darum geht's. Es geht um dieses ganze Zeug, was da gesagt wird. Ich glaube nicht, dass sie das falsch übersetzt haben. Das wäre ziemlich dämlich. Da ist bestimmt was, oder? Nee, auch nicht. Aber wie gesagt, wir werden es halt sehen. Ich kann halt noch nicht viel dazu sagen. Ich muss das Spiel erst komplett durchspielen und dann kann ich mehr in die Richtung gehen. Und nochmal, da werden auch nochmal Videos zukommen extra. Ach komm, Mensch, lass mich doch jetzt mal da hoch. Ach, regt mich auf. Das sind alles, wie gesagt, Theorien. Ich denke, Theorien sind eigentlich immer ganz gut. Wenn man da welche hat. Hä? Und, wo ist jetzt diese andere doofe... Guck mal, eine riesengroße Kamera. Hallo, Catnap. Hallo. Ich hoffe, du siehst uns. Okay, hier ist PJ gewesen. Aber was soll denn... Ach, wo soll die jetzt sein? Nee. Habe ich die hier vorne einfach irgendwo übersehen? Ja, sag ich doch, die habe ich einfach übersehen. Aber guck mal, wie realistisch die versucht haben, das hier alles zu halten. Ne? So, dass man als Kind... sich wirklich hier richtig wohl fühlt. Was ist das denn? Da hängt irgendwas, aber ich weiß nicht was. Ist auch egal, wir brauchen das Ding. So, let's go, wir gucken mal. Das ist sehr, sehr interessant. Für alle, die Boxy Boosie mögen, das ist ein Rucksack von Boxy. So, einmal. Zack. Aber hält das jetzt überhaupt so lange? Ich hoffe. Ja, okay, gut, das hat so lange gehalten. Jo, hier haben wir den wundervollen... diesen wundervollen komischen Fernseher, den wir im Trailer schon gesehen haben. Im zweiten Gameplay-Trailer. Jetzt müssen wir nur gucken, wo das blöde Tape dazu ist. Wo ist es? Ey, mal auf, da draußen rumzurennen. Auf dem Schulgang wird nicht gerannt, Fräulein. Komm gleich raus. Ja, wow, ich brauche jetzt nicht die Gasmaske. Wo ist das Tape? Liegt das auf einem Stuhl vielleicht? Nee, doch nicht. Das wär's ja gewesen. Ich habe keine Ahnung, wo das Tape hier sein soll. Hä, wo ist das Tape denn? Oh, ich sehe halt aber auch nichts, was mich irgendwie dazu bringen könnte, zu sagen so, hey, da ist es.
Nee, das ist irgendein anderer Scheiß. Hä? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier draußen liegt. Warum sollte es? Oder in einem anderen Raum, das wäre ja eigentlich gar nicht so, Playtimes Ding. Die Dinger irgendwo hinzulegen, wo sie nicht sein sollen. Ich glaube, ich habe es einfach nur schon übersehen. Ich habe das hundertprozentig einfach übersehen. Weil da Kinder drin sind in dem Spielzeug. So wie ich das verstanden habe. Ich vermute mal, dass es genau so der Punkt sein wird. Dass in jedem Spielzeug irgendwie versucht wurde, ein Kind reinzuboxieren. Die haben ja diese ganzen Experimente gemacht. Ah, guckt mal, da ist es doch. Und ich vermute mal, dass die das... Es kann aber halt auch einfach sein, dass das Blut nicht unbedingt von den Spielzeugen kommt, weil wenn man da mal ein bisschen genau hinguckt, ist hier zum Beispiel jetzt kein Blut dran. Vielleicht haben die einfach... Vielleicht hat Catnap auch einfach alle umgebracht. So wie man das ja von Catnap vielleicht vermutet. Jetzt kriegen wir vielleicht die Antwort darauf. Ach du Scheiße. Wenn da jetzt jemand gestanden hätte in der Tür, wäre das richtig cringe gewesen. Ich vermute mal, dass gerade also in diesen Spielzeugen, dass es nicht, dass es kein Blut ist, sondern dass es halt einfach, also es ist schon Blut, aber dass man vielleicht einfach das Blut der Kinder genommen hat, beziehungsweise der Mitarbeiter und das einfach da verstrichen hat überall. Wie da zum Beispiel oder so. Aber ich kann es halt leider nicht genau sagen, warum das an jedem Spielzeug ist. Das ist ziemlich komisch. Oh, yo, yo. Eine Note. Wir haben eine. Oh, wow, das ist die vierte Note. Food hungry. Ich kann sie nicht richtig lesen. Ach, das Loch in mir schreit nach Essen. Ich kann an nichts anderes denken als daran, wie hungrig ich bin. Ich habe kaum noch die Kraft, mich vom Boden aufzurichten. Aber Barb spricht zu mir. Sie gibt mir Kraft. Ich habe festgestellt, dass wenn ich stillstehe, vollständig stillstehe, alle denken, ich sei tot. Barb sagt, dass ich etwas essen muss und dass die anderen Lehrer mich nicht kommen sehen würden. Alles, um das Schreien zu beenden. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon einen Haufen Zeug hier übersehen, wie wir gerade mitbekommen haben. Was zum Teufel? Warum leuchtet das? Muss das so sein? Warum leuchtet das? Aber sie ist auf jeden Fall neu. Das ist der erste Charakter, den wir noch gar nicht kennen. Sie ist der erste Charakter, den wir noch gar nicht kennen. Weiß jetzt auch nicht, wie sie heißt, deswegen... Wir werden es aber sehen, wir werden es gleich rausfinden, wie sie heißt. Hoffentlich irgendwas Cooles. Vielleicht hat sie einen coolen Namen. Poppy 2 oder so. Hm. Es ist auf jeden Fall eine Puppe, das ist Fakt, aber wer ist sie denn genau? Nee, meine Kleine schreit rein, ich schreie nicht so. Sie ist auf jeden Fall ein bisschen sehr gestört. Sie will uns nämlich töten. Und sie hat das, also sie sagt das klipp und klar, dass sie uns töten will. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, denn ich möchte nicht getötet werden. The Horror of Joy. Sonst hier irgendwas, was man nehmen könnte? Ja, das sind alles so Dinger, die wir zum Beispiel in den Arcs sehen oder so. Hm. Wieso kann ich dieses... Ich will das Playtime-Ding aufheben, komm schon. Mann, warum nicht? Ja, das steht doch immer extra unten.
in den Dings. So. Aber wie gesagt, sie ist auf jeden Fall ein neuer Charakter und sie ist wahrscheinlich, das ist sie hier wahrscheinlich, sie ist wahrscheinlich einfach nur für die komplette Schule zuständig gewesen oder sowas, vermute ich jetzt mal. Also, wir werden es rausfinden. And I to learn facts across a variety of subjects. Press my button to hear some facts on anatomy. Facts on anatomy. Okay. Did you know that there are 60,000 miles of blood vessels in the human body? For comparison, the Earth around the equator is almost 25,000 miles. Mhm. Interessant. Ja, genau. Sie ist eine Lehrerin. Also man sieht's ja hier auch. The largest bone in your body is the stapes in your ear. Still. Damage it and you risk losing your hearing. Okay. Want to learn more about human organs? Pay close attention in class. Hello, students. Find my sisters and I to learn facts across a variety of subjects. Press my button to hear some facts on anatomy. Did you know that? Okay, also sie sagt jetzt nichts, das irgendwie krass cringe wäre, so wie die Critters. Ja, die sagen ja schon Dinge, wo ich mir so denke, what the fuck, Alter? So, was haben wir hier jetzt? Wieder so ein tolles Rätsel. Okay. Rätsel sind immer gut. Wir kennen das ja mittlerweile. Nee, ich glaube sehr weniger, dass sie menschlich war. Sie sagt ja, also, ihr müsst halt lesen, was sie sagt. Das ist ganz wichtig. Sie sagt ja, vielleicht hören sich deine Schreie ja genauso an wie die von den anderen Menschen. Also ich glaube eher weniger, dass sie wirklich menschlich ist. Sie ist komisch, mehr aber auch erstmal aktuell nicht. Okay. Wir werden es aber sehen, wie gesagt, also. Hast du eine Macke oder so? Spinnst du? What? What? Was? Warum hat die mich denn jetzt angegriffen, Alter? Was ist los mit ihr? What the fuck? Alter! Da verschwindet gleich meine Stimme. Holy shit. Hä? Hey, jetzt haben wir Chase-Musik, aber Chase uns keiner. Wie cool ist das denn? Hä? Ah, wait, ich brauche diese Dings, ne, diese Batterie. Ja, kann ich mir vorstellen, ich habe mich auch gerade hart erschrocken. Geh, bevor die uns kriegt, Alter, diese Gestörte. Bleib ja da hinten stehen. Ah, funktioniert also. Wow. Die funktioniert wie die Mimik. Die funktioniert wie die Mimik. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt nach oben gucke. Oh mein Gott, Alter. Oh. Bitch, die sprengt. Warum kann die das? Warum kann die das? Holy shit. Okay, cool. Du Gestörte. Das heißt, wir müssen schneller sein wie sie. Aber die funktioniert trotzdem so ungefähr wie die Mimik aus. Wie die. Nicht die Mimik, sondern die. Die Endoskelette. Sorry, ich habe mich gerade versprochen. Heult bitte nicht rum, danke. Aber ich sollte schon hier lang gehen. Ach du Scheiße. Nee, bleib da stehen. Ich will nicht mit dir diskutieren. Aber warum?
Weil sie eine menschliche Puppe ist, das sieht man doch. ihr müsst aber das Aussehen von den Dingern sehen. Siehst du, sie ist menschlich gehalten, deswegen sieht das so aus. Ja, aber wo ist denn jetzt dieses scheiß Elektro-Ding? Hehehe, findest du lustig? Ich auch. Dass du da stehst, finde ich ja lustig. Fleisch, Plastik und noch irgendwelchen Zeug. Aber der Chase ist cool, ich mag ihn. Die ist auf jeden Fall sehr gestört. Marina! Titov! Wohin? Bleib da, wo du bist. Alter, muss ich jetzt hier einfach nur wegrennen oder was? Aber oh mein Gott, es war mir so klar. Es war mir so klar. Ja, auf jeden Fall ein riesengroßer. Da ist eine Tür. Oh ja. Ja, aber intelligent ist sie auf jeden Fall nicht. Zumindest nicht so intelligent wie ich. Die ist auf jeden Fall dümmer wie ich. Oh nee, die ist doch nicht so dumm. Mach die Tür auf! Hä, wo ist sie hin? Ach da. Ey, ich möchte eigentlich gar nicht hinter. Gerade er sagt, in der Schule ist es sicher. Alter, die werden hier verfolgt von irgendeiner Gestörten. Hm. Das ist natürlich noch besser hier, gell? Wetten, wir laufen hier direkt in die Arme jetzt. Oh ja. Wo ist das andere Ding? Ja, es war so klar. Hier steht extra Run. Ah, er wollte mich verarschen, ihr müsst voll weit laufen. Oh, da ist sie ja schon wieder. Sei bitte nicht schlau. Telefonier blau oder so, keine Ahnung. Ja, genau, wie hart wollte er mich mit ihr einsperren? Die ja. Das ist jetzt richtig unfair. Geh weg von mir, sonst hau ich dich. Jetzt geh weg. Mit dir hat keiner, mit dir will keiner spielen. Weg jetzt. Gehst du? Geh weg. Oh, ich hätte dich einsperren können wahrscheinlich. Oh mein Gott. Gehst jetzt weg. Du alter Zippelschnecke. Oh nein. Geh jetzt weg. Wir wollen nicht mit dir spielen. Oh, ich muss meine Maus so schnell bewegen, ne? Das ist abnormal. Damit die mich einfach nicht bekommt. Oh. Aber Chasin ist ziemlich cool. Haha. Haha, hab dich eingesperrt. Oh mein Gott, die macht die Tür auf. Alter, die ist super schlau plötzlich. Was ist los mit ihr? Geh weg. Oh mein Gott. Also sie ist super cool. Ich hab mich so erschrocken. Böse Junge, was ist denn mit ihr? Oh, wir haben sie getötet, glaube ich. Aber holy shit, Alter, ist sie cringe. Eieieiei. Mega geil. Mega geil. I'm Hoppy Hopscotch. Cooler Typ. Ja, aber hallo. Oh, guck mal. Da haben wir unsere neue Pistole. Die machen wir aber gleich. Ne, wir sind nicht wirklich weit gekommen, Brudi.
Nope. Nope. Still didn't make it. Listen, this won't stop until we make it to the moon. Mhm. One, jump, jump! Oh, Alter. Echt, also diese Geräusche, die machen, das ist echt böse, gell? Jo, wir haben eine Knarre. Wer will sich mit mir anlegen, jo? Hä? Wer ist es? Hä? Wer will's? Hier geht's richtig auf die Kusche. Sehr cool. Jo, hier ist ein Tape und ich habe keine Ahnung, wo es ist. Toll. Wo ist das rote Tape? Wir brauchen das rote Tape. Hallo? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Bei Hobby? Ne? Hobby Hopscotch? Gibst du uns vielleicht das rote Tape? Es wäre echt süß von dir, dankeschön. Aber ich glaube ja weniger, das ist hier nicht. Das wird schon irgendwo hier drüben liegen. Hm. Kann doch sein, dass es hier irgendwo rumkullert. Aber wo? Ich möchte halt einfach jetzt noch nicht darüber springen, das ist nicht cool. Ohne mal. Ist das? Nein, okay. Ich will das Tape. Wir brauchen. Ach nee, das ist nicht rot, das ist orange. Aber. Ach Mann. Wie gut willst du das verstecken? Gar nicht gut. Okay, da haben wir Catnips Händchen. Na, ja, bestimmt nicht. Never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Mhm. We're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... Wir dürfen nicht mehr mit diesen Kindern reden. That doesn't sound like the rich I know. Well, trying to stop being so pissed off all the time. My wife says I'm a lovely man, but... Gotta control my temper. So, doing it for her. Ja, genau. Tust du deine Frau, Bro? You're just different, Rich. Honest to a fault. But I always liked that about you. Naja, ehrliche Menschen sind immer die Besten. Da weißt du wenigstens, was du hast. With my retirement coming up. They've been pushing hard for me to choose my replacement. I'm thinking about giving the role to you. Mm-hmm. Really? Really? Nothing official yet. But I think there's a decent guy beneath all that graph. And honest, Harvard... Wir hören hier gerade zwei Mitarbeiter von der Playtime Co. Right. I said your chances are pretty good. Mhm. Not everybody, Rich. Not everybody. Okay, interessant. Also wir haben hier gerade zwei Mitarbeiter gehört. Einer, der kurz vor der Pensionierung steht. Und der andere soll irgendwie den Job von denen dann übernehmen. Aber er hat irgendwie Angst, dass alle es irgendwie auf ihn abgesehen haben. Also zumindest der Großteil der Leute hat es irgendwie auf ihn abgesehen. Und ja. Wer weiß. Wer er genau ist, das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Okay, die Tür geht nicht auf. Aber ich bin echt... Also begeistert von der Größe des Ganzen hier, ne? Oh wow, ich bin tot. Wie kann man so dämlich sterben, ey, holy shit. Wie kann man so dämlich sterben? Echt jetzt? Oh wow. Wow, das war natürlich jetzt sehr cool. Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass ich da einfach nur die grüne Hand brauche? Hm. Niemand. Außer ich. Kappa. So.
Okay, wir mussten sogar schnell machen. Mhm. Ich finde es halt auch super interessant, dass man manchmal halt sich wirklich beeilen muss, weil die ganze Zeit so, lass dir da Zeit, lass dir da Zeit, ist ja auch irgendwie doof, ne? Okay, wir haben hier. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, was muss man hier jetzt genau machen? Okay. Da haben wir das Jump Pad. Dann haben wir hier einen Jump Pad. Boah, wir haben hier drei solche Dinger. Oh, vier. Oh, es tut mir leid, das waren vier. Lass das los. Ich glaube, wir müssen da rüber. Mit dem Ding müssen wir dann so. Wahrscheinlich. Wenn wir jetzt nicht zu 100% sicher. Das ist auf jeden Fall auch richtig. Jo, wie lang ist das Ding jetzt? Okay, und dann müssen wir damit darüber und können theoretischerweise dann einfach das hier nehmen und nach da drehen. Dann sollte das eigentlich funktionieren. So, einmal und let's go. Ja, hat funktioniert. Lass uns nur gucken, was da passiert ist. Mal aufgegangen. Alter. Richtig aufgegangen ist da jetzt ja nur nichts, oder? Hä? Oh, jetzt komme ich hier wieder nicht mehr raus, oder? Ach, das war mir klar. Hä, muss ich hier irgendwo drauf drücken? Oh, ey, nee, oder? Oder muss ich einfach nur runterspringen? Nein, müssen wir nicht. Wir sterben, wenn wir runterspringen. Okay. Okay, das ist also so gemacht. Ah, okay. Ja, ich sterbe. Scheiße. Aber lol. Ja, wir hätten eigentlich hier drüben bleiben müssen. Wir sollten nicht wieder zurücklaufen. Pass auf, passt auf. Hierher. So. Und dann so. So hier. Ja, es dauert halt ewig, ehe das Ding da ist. So, sorry. Musste kurz meiner Mutter antworten. Die ist heute schreifreudig. Was denn jetzt? Mhm. Wir kommen in ein neues Gebiet. Ja, wer bricht sich denn hier nicht die Beine? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so cool ist, hier weiterzulaufen. Ich glaube, Catnap kommt gleich und schmeißt uns runter oder so, keine Ahnung. Oder tritt uns hart in den Arsch. Playhouse. Aber wir müssen sogar durchs Spielhaus gehen. Haha, war ja klar. Sehr cool. Ich glaube, jetzt sehen wir das erste Mal gleich Dog Day. Wäre ziemlich cool, wenn wir den jetzt gleich sehen würden.